Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Und zwar, Leute, es ist soweit. Es haben Leute in den Daten von Mario Odyssey, in dem Spiel, neue Sachen gefunden. Und dadurch ist das jetzt durchgeleakt. Und zwar, Leute, erste Hinweise auf wirklich einen richtigen DLC. In den letzten Tagen kommen ja immer wieder neue Hinweise raus, dass ein neues Update bzw. ein großes DLC mit neuen riesigen Welten, neuen Monden, neuen Outfits kommt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es haben jetzt schon mehrere YouTuber darüber berichtet. Und zwar gibt es ja schon lange Spekulationen, dass der Delfino Plaza, sprich die Hub World von Mario Sunshine, als zusätzliche Welt in Mario Odyssey als DLC nachgereicht wird. Und ich bin mir 100% sicher, dass es so sein wird. Ich denke, auf der E3 werden wir den Trailer bzw. die offizielle Ankündigung zu dem DLC haben. Und jetzt gerade wurden neue Bilder geleakt und die zeige ich euch gleich. Aber erstmal muss man dazu nochmal sagen, der Akata hat auch wieder drüber hochgeladen. Und zwar, blende euch das mal kurz ein. Auf dem Globus, neben dem Mushroom Kingdom, sieht man immer noch einen kleinen Hügel, der genauso aussieht wie Isla Delfino, sprich die Delfininsel aus Super Mario Sunshine. Sie wurde halt nur blau gefärbt, damit das wie Wasser aussieht und damit wir Spieler erstmal denken, da ist nichts. Aber wir haben schon damals auf einem Werbeplakat in der U-Bahn die Map gesehen und da war Isla Delfino drauf. Offiziell von Nintendo dieses Plakat. Und dann haben sie es für finale Spiele, haben sie es einfach wieder gelöscht. Und jetzt sehen wir aber auf dem Globus, haben sie es einfach nur blau übergemalt. Plus die ganzen Easter Eggs, das Sunshine, das Mario Sunshine Outfit, was noch dazu gekommen ist jetzt. Und es wird hundertprozentig noch ein Update kommen, denn jetzt kommen hier nochmal ein paar Beweise. Und zwar, die wurden in den Spieldaten gefunden. Diese Bilder, die ihr hier seht, und das sind einfach Hinweisbilder, wie man sie aus allen Königreichen kennt. Und zwar sind das einfach neue. Und ich zeige euch so ein paar Orte, wo ich jetzt hingehe auf diesen Hinweisbildern. Und zwar hier links oben zum Beispiel. Das ist im Cap Kingdom. Dort ist auch ein Kreuz. Aber bei diesen Kreuzen ist nirgendwo ein Mond versteckt. Und das bedeutet einfach, die haben diese Bilder, diese Hinweisbilder schon eingefügt in das Spiel. Aber sie für uns noch nicht freigeschaltet. Das liegt daran, dass die Monde noch nicht da sind. Es werden dann sozusagen auf allen Königreichen wahrscheinlich wieder neue Mondquader sein. Oder allgemein neue Monde versteckt werden. Und hier sind zum Beispiel ein paar Hinweisbilder, wo auch wieder neue Monde versteckt sind. Das ist für mich ein offizieller Beweis. Dann hat der gute Akata nochmal ein Video dazu gemacht, dass 12 neue Outfits geleakt worden sind, jetzt gerade auch in den Spieldaten gefunden. Checkt sein Video auf jeden Fall ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Auch ziemlich interessant. Und das alles jetzt nach dem Update wurde es gefunden, was alles nur auf ein riesiges, neues, großes DLC schließen lässt, wo wir dann natürlich auch als Endverbraucher für zahlen werden. Ich denke, wir werden bezahlen, wie auch beim König der Recken Zelda Breath of the Wild DLC, was auch riesig, gigantisch einfach ist. Und ich denke, dass wir den Delfino Plaza kriegen, richtig groß ausgeschmückt mit neuen Monden. Plus, dass in allen Königreichen nochmal neue Monde versteckt sind. Da könnte man als Beweis jetzt diese Hinweisbilder nehmen, was diese Aussage schon fast bestätigt und wir kriegen einen riesen Haufen von neuen Outfits. Und eventuell sogar noch mehr, weil wir wissen, dass Zelda Breath of the Wild, König der Recken DLC, war auch gefüllt mit Inhalt und das alles nur für, glaube ich, 20 Euro und ich denke, wir werden auch für das Mario Odyssey DLC 20 Euro zahlen und kriegen dafür fast ein zweites Spiel. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr denkt zu den Leak, beziehungsweise seid ihr euch auch so sicher wie ich, dass das auf jeden Fall Inhalt fürs nächste DLC ist und glaubt ihr, werden andere Charaktere, wie zum Beispiel jetzt Luigi, werden andere Charaktere wie Wario oder Waluigi auch vielleicht in der Mario Odyssey Welt irgendwie eintauchen und dort ihren Platz bekommen und auch vielleicht Minispiele für uns haben. Vielleicht hat Wario irgendein Münz-Minispiel für uns, was auch cool wäre. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, eure Wünsche für das DLC und ansonsten bin ich jetzt raus. Bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss, euer Theo.